Aus dem Nichts veröffentlicht Angie 7 kleine Insta-Stories, die alles verändern. Denn er erhebt schwere Vorwürfe gegen seinen Labelchef Capital Bra. Angeblich würde er ihm seit Monaten nicht antworten, seine Songs nicht pushen oder ihm sogar Konkurrenz machen und am selben Tag releasen. Außerdem arbeitet er mit der Polizei, weswegen genau ist nicht bekannt, und kündigt am Ende an, dass er sein Label mit sofortiger Wirkung verlassen wird. Eine Reaktion von Capital gab es darauf nicht. Eventuell wird hinter den Kulissen gesprochen, öffentlich wurde aber nichts gepostet. Dafür meldet sich sein alter Rap-Kumpel K.A., der mit ihm gemeinsam bei Team Kuckoo war. In seinem Livestream und anschließend in der Insta-Story hat der Angie gewarnt. Unter anderem behauptet er, dass Capital immer wieder sowas abziehen würde. Außerdem erzählt er die Geschichte, was in der Türkei passiert ist und wie er alle im Stich gelassen hat. Hier, schaut es euch an. Und ich sag euch, was jetzt als nächstes kommen wird. Samra und Capi Collabo oder Songs auf jeden Fall. Guck mal, was ich euch sagen werde. Guck mal, was passieren wird. Willkommen im Deutschrap. Ich sag's euch, meine Freunde. Damals, wo er uns verlassen hat, hat jeder gegen ihn, mit ihm gestanden und gegen uns geredet. Und alle standen hinter ihm, haben alle Ak-Ak gemacht bei ihm. Ja, und jetzt genau müssten die Leute endlich mal sehen, was für ein Mensch der ist, ne? Dass er schon 15 Mal sein Teamfeld also ändert. Zu uns kam er, hat er einen verarscht. Dann von uns ist er gegangen zu anderen. Die hat er auch verarscht. Dann ist er zu Bushido gegangen, den hat er auch geballert. Also was heißt geballert? Der Bushido hat Glück gehabt, dass er überhaupt ihn haben konnte. Durch ihn hat er noch ein bisschen was geschafft. Und ja, jetzt bei Bra Musik. Willkommen in Deutschrap. Jetzt kommen die kleinen 7-Jährigen und von der Seite und bellen mich an. Ja, er hat das Team gegründet. Guck mal, du kleiner Boy, er war Rap am Mittwoch. Da gab es Ausdrücke auf Mütter gegenseitig. Von sowas haben wir ihn rausgeholt. Er hatte ein Polo gehabt, ja, in der Zeit, wo wir viel Geld haben, hatten und immer noch haben, ja, wo er kein Geld hatte, wo sein Polo nur mit Hammer anging unten. Ja, das wisst ihr alles gar nicht, Leute, wenn wir Geschichten erzählen, was alles gab's, was alles ist. Ihr habt gar keine Ahnung, was für Videos wir eigentlich haben und was für Sachen. Deswegen immer halten. Das haben wir gemeinsam gemacht. Wir gemeinsam, nicht er. Okay? Also am meisten hat Drilon natürlich gemacht. Das meiste, 100%. Und ja, wie oft habe ich das euch schon eigentlich vorher gesagt? In der Fragerunde, glaube ich, habe ich es euch 1000 Mal beantwortet, dass er irgendwann mal sein Label verlassen wird. Ja, habe ich das nicht gesagt schon vorher? Doch, Wallah, ich kann mich erinnern auf jeden Fall. Gib mal einen Daumen nach oben. Also ich soll kommen und Khalil. Digga, red nicht so groß, ich schwöre auf alles, der Capi hat dich gelackt. Was für ein... Ich hab nicht mal gerappt, wo Capi da war, du... Ich habe doch gar nicht gerappt. Was laberst du für... Alter, block dir mal diesen... Auf jeden Fall, er ladet uns ein nach Türkei. Ihr habt ja die Ansage mitbekommen, kommt nach Türkei, ich lade euch ein, K.A. King Khalil, bla bla bla. Auf jeden Fall sind wir hingegangen. Wir fliegen, Kalash, alle waren da schon gewesen, die sind schon alle dort. Wir gehen hin, wir chillen, wir sitzen uns hin, wir quatschen ein bisschen, 1-2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden. Ich schwöre auf meine Mutter, auf einmal nichts, alles, jeder geht auf sein Zimmer. Ich sag zu Khalil, komm, wir gehen runter, Bruder, lass mal ein bisschen chillen, weil die waren alle drauf und, also nicht alle, er auf jeden Fall, er war sehr, sehr drauf und hat die ganze Zeit irgendwelche Sachen zu sich genommen und ich dachte mir, was macht dieser Junge mit sich, Wallah. Der Junge ist, guck mal, ich bin 31 Jahre alt, Wallah, jetzt mal ehrlich, ich will nicht flexen, aber ich sehe aus wie 20, dieser Junge sieht aus wie 40 Jahre alt, ja. Ich sag ihm, Bro, was machst du mit dir, ja? Das ist nicht gut, Subotex, das, hör auf sowas zu nehmen, Dicker, du stirbst irgendwann. Er flext rum, dass er Haftbefehl unterm Tisch gezogen hat. Ich denk mir, Alter, was ist mit dir los? Findest du es cool, Jani? Bist du krass, dass du ihn unterm Tisch gezogen hast? Findest du es geil? So wisst ihr, wie ich mein richtiger Jani, vorbei. Auf jeden Fall, wir gehen dahin, wir treffen uns, wir reden diese 4-5 Stunden auf einmal, wir gehen runter im Zimmer, er geht hoch im Zimmer, wir chillen, bla bla bla. Nächsten Tag, wir stehen auf einmal, Capi ist einfach weg. Hä? Wie? Wallah, er hat uns doch eingeladen, wir sollen noch kommen, wir sollen chillen, wir sollen miteinander sein. Auf einmal, er blockt uns, er geht einfach weg, er fliegt einfach nach Mallorca. Einfach aus dem Nix. Er hat uns gelassen, Kalash gelassen, seine eigenen Jungs, mit denen er dann war. Die hat er dann auch da einfach stehen lassen.
Wir gehen ihn, wir fragen, was los, Bruder, wo ist Kapi? Ja, Wallah, der ist einfach nach Mallorca gefahren. Zu irgend so ein Schulze oder irgendwas. Er hat da irgendwo so einen Song aufgenommen. Auf einmal, ich gucke im Story, Wallah, Kapi ist weg. Ich schwöre auf Koran, der ist einfach in Mallorca, Bruder, der ist einfach in ein Jet. Er schreibt mir, ey, Bratan, sorry, Wallah, aber da ist was dazwischen gekommen. Ich musste weg. Ich musste nach Mallorca. Aber ich komme übermorgen wieder. Ich sag, Alter, Wallah. Ich sag, krass. Ich sag, kein Problem, Bruder. Ich küsse dein Auge. Wir machen hier schöne Tage, Bruder. Wir sind hier in Antalya. Kein Problem, Dicker. Komm. Komm in 2 Tage. Ein Tag vergeht. Tamam, alles gut. Er hat ja noch einen Tag. 2. Tag vergeht. Er ist immer noch nicht da. Ich gucke, er ist am Feiern im Schiff mit irgendwelchen Opas. Gibt sich da dies, das. Ich denke, Wallah, Khalil, der wird niemals wiederkommen. Der kommt nicht, Dicker. Der wird nicht kommen. Ich kenne ihn, Bruder. Ich kenne ihn. Ich weiß, wie er ist. So war er immer. Er kommt niemals zurück. Khalil sagt, nein, Wallah, gib ihm noch einen Tag. Er kommt 100%. Ich sage, Wallah, er kommt nicht. Ich denke mir, krass, Bruder, Wallah, er holt uns nach Türkei, Dicker. Wir haben Krieg gerade miteinander eigentlich, Dicker. Er will Frieden machen, er bringt uns nach Türkei und fliegt einfach am nächsten Tag. Wir haben uns vielleicht 5 Stunden gesehen, bei Gott, 5 Stunden. Na, guck mal, wie krank dieser Typ. Das ist nicht er, ihr versteht das nicht, das ist nicht er. Das sind die Drogen, die er zu sich nimmt. Er nimmt sehr, 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 sehr harte Drogen. Ja, das ist, wenn ich euch, like, ich schwöre auf Koran, ich kann euch Bücher erzählen, bei Touren, wo wir auf Tour waren, like, ich erzähle euch Sachen, ihr werdet, Wallah, ihr denkt, was mit diesem Jungen nicht in Ordnung. Einmal wollte er nicht auf Tour gehen, auf die Bühne, weil wir seinen Koks genommen haben. Ich schwöre auf meine Mutter, der lügt. Wir haben seinen Koks genommen, Drilon hat das weggenommen, er hat gesagt, Bruder, sowas kannst du nicht nehmen, hör auf. Bratan, bitte, bitte, wenn du mir das nicht gibst, ich schwöre, ich gehe nicht auf die Bühne, Wallah. Wie? Du gehst nicht auf Bühne, Alter, wenn du das nicht stimmst. Ich soll dich jetzt damit füttern, Bruder. Ich soll meinem Bruder das geben. Ich soll meinem Bruder sowas jetzt andrehen, damit er auf die Bühne geht. Guck mal, wie krank, Wallah. Wir waren nie so. Wir haben ihn nie sowas nehmen lassen. Wenn wir sowas gesehen haben, wir haben ihn fertig gemacht, du. Und sowas konnte er nie hören. Er kann sowas nicht hören. Er hat nur Leute um sich, die er knechtet. So wie Angie sagt, ich schwör auf meine Mutter. Er hat nur Leute um sich, die das machen, was er sagt, auf Befehle. Und wir waren nicht so, Habibi, niemals, egal was er macht, ob er 15 Einsen hat oder 10. Kein Wunder, Drogen schon sind wie Stock geworden. Ja, nein. Bro, ich sag dir ehrlich, er geht oft zum Arzt, Wallah. Er geht sehr, sehr oft zum Arzt, sehr oft. Ja, er lässt sich wirklich oft, oft beim Arzt auf jeden Fall so prüfen und so gucken, was er hat. Wallah, Leute schreien, vor ein paar Tagen hast du noch sein Bild geliked und was weiß ich. Wallah, ich hab gar keine Ahnung. Das Problem ist, hätten wir Krieg mit ihm angefangen, jeder würde auf seine Seite stehen. Ganz einfach. Jetzt mal ehrlich zwischen uns alle. Versteht ihr? Jetzt bei Angie, er kann nicht so machen. Geht nicht. Auf einmal kriegt sein Mund nicht auf. Versteht ihr? Das geht nicht. Wenn wir jetzt Krieg anfangen, wir würden singen, oh... Er hat doch Team Kuku groß gemacht und die sind neidisch, die reden. Wallah, er hat gar keine Ahnung. Aber jetzt, ihr müsst ein bisschen, ihr seht das ja von anderen Leuten. Ihr seht das ja. Leider habt ihr das beim 3. Mal nicht gesehen, beim 2. Mal und beim 1. Mal auch nicht. Team Kuku braucht wieder ein bisschen Fame. Like, ich diese Fame. Was für Fame, mein Bruder? Wir brauchen gar nichts. Mein Bruder, wir haben diese Szene hops genommen, wir haben diese Szene umgedreht. Ja, wir haben diese Szene auseinandergenommen. Wir müssen gar nichts mehr beweisen, mein Bruder. Nichts. Was mit UFO? Mach mal diese zur Seite, ja. Dieser Tanga-Träger. Franz, ich muss mal kurz hier was loswerden, weil alle hier mit, ja, warum redest du jetzt über ihn? Ihr wart doch gut und ihr wart doch das. Was für gut? Was heißt gut, ja, was ist für euch gut? Man schreibt ab und zu mal, aber wir sind nicht die besten Freunde oder sowas. Also, das sind wir auf jeden Fall nicht mehr.
Und ja, so, ihr wart doch Urlaub, mal Urlaub. Das war kein Urlaub, wir waren da, wir haben kurz was geklärt mit ihm. Wir müssten da hingehen, so, um die Sache kurz zu klären. Das war aber kein Urlaub. Nach 22 Stunden ist er sowieso nach Mallorca abgehauen und hat sich kurz die Nase voll geballert da mit irgendwelche Schulze oder wie heißen. Und ja, weil ich vor kurzem auch noch was gepostet habe, denken die jetzt, wir sind beste Freunde, jetzt so ein Abschnitt von unseren Nachrichten. Das habe ich eigentlich nur gepostet, damit ich ein bisschen fertig mache eigentlich. Gar nicht mit irgendwie sowas, dass wir gut sind. Das habe ich einfach nur gepostet, um euch zu zeigen, ja, dieser Junge, der ist in Thailand, kann thailändisch jetzt. So ist das. Wir sind keine besten Freunde, verdammt nochmal. Also macht es endlich schon euer Kopf, wir sind keine besten Freunde, wir haben nicht den engsten Kontakt mehr oder irgendwas. Da ist einfach nur ab und zu schreiben, mehr nicht, alles Politik, diese Politik. Freunde, ich muss noch kurz was loswerden, weil die ganzen meinen irgendwie, ich will Hype mitnehmen oder irgendwie sowas. Like, ich schwöre auf meine Mutter, jeder, der mir folgt, jeder mal, der mir folgt seit Jahren, weiß ganz genau, dass ich auf Hype, ich Hype sein Vater. Like, ich hatte über 55.000 Follower, ich habe Krieg mit Leuten gemacht, ich habe angefangen mit Palästina zu reden, ich habe angefangen über den zu reden und meinen Mund aufgemacht, ich war einer der einzigen. Ich habe so viele Follower verloren, das hat mich gar nicht gejuckt. Ich hatte eine gute Zeit gehabt. Meine Storys sind geplatzt. Alles, das hat mich gar nicht gejuckt. Bis heute juckt mich das nicht, Habibi. Dieser Hype, mein Freund, diese interessiert mich null. Dieser Mensch, ja, der macht Sachen, die einfach nicht klar gehen. So erstmal bei uns, dann bei denen. Bei uns hat's angefangen. Verstehst du, das war ein Bruder von uns. Ganz einfach. Dicker Schof, meine Mutter, diese Menschheit ist so... Ja, oh, ja, Allah, ich schwöre auf Koran, meine Leute, diese Follower, die bei mir schreiben, die bestehen, glaube ich, 50% aus Sonderschule. Like, ihr die denken wirklich, ich mache mich über Bushidos Kind lustig, ja. Die denken, ich mache mich über Bushidos Kind lustig. Ihr ich mache mich über das lustig, was er schreibt, ihr checkt das gar nicht, weil ihr seid so, was er damit meint mit Dubai lebt, Bratan, ihr. Damit will er sagen, komm, Habibi, komm nach Dubai, Berlin ist für dich vorbei, komm. An die Rapcheck-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr über das Statement von K.A. und glaubt ihr, dass Capital sich selber noch zu Wort melden wird? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.